Der Bandschlingen-Klemmknoten wird, wie der Name bereits vermuten lässt, mit Bandschlingenmaterial verwendet. Durch die Anzahl der Wicklungen können wir die Bremswirkung anpassen. Und so geht's. Je nach Einsatzbereich verwenden wir Bandschlingen in der Länge von 60 oder 120 cm. Das Ende legen wir am Kletterseil so an, dass eine kleine Schlaufe entsteht. Die Verbindungsnaht der Bandschlinge sollte sich möglichst weit hinten befinden, um die Funktionsweise des Knotens nicht zu beeinträchtigen. Dann umwickeln wir das Seil drei, besser viermal nach unten. Achtung! Da der Knoten nur in eine Richtung klemmt, ist es notwendig, dass man dies bereits bei der Herstellung beachtet. Der Knoten klemmt in Richtung der gelegten Windungen, in unserem Fall nach unten. Um den Knoten abzuschließen, führen wir das Ende der Bandschlinge von unten durch die anfangs gebildete Schlaufe und achten beim Durchziehen, dass das Knotenbild und die Umwicklungen intakt bleiben. Wird nun das Ende der Bandschlinge nach unten belastet, so klemmt der Knoten. Ein Verschieben des Knotens ist nach unten und oben problemlos möglich. In der Praxis verwenden wir den Bandschlingen-Klemmknoten immer dann, wenn wir anstelle von Rebschnüren Bandschlingenmaterial verwenden. Auf Hochtouren ist der Aufstieg an einem Fixseil ein klassischer Anwendungsfall. Die Fortbewegung nach oben ist dabei vorgegeben. Das bedeutet, dass wir die Bandschlinge nach unten um das Seil wickeln. Die Bandschlinge wird abschließend mittels Karabiner mit Verschlusssicherung im Anseilring des Klettergurtes fixiert. Auch beim Alpinklettern findet der Bandschlingen-Klemmknoten Verwendung, nämlich dann, wenn wir dem Nachsteiger über eine schwierige Stelle helfen wollen. Dafür wird der Klemmknoten auf das Lastseil in Zugrichtung nach oben geknüpft und anschließend am Stand umgelenkt, bevor er am Klettergurt des Sichernden fixiert wird. Der so hergestellte Körperflaschenzug ist rasch geknüpft und sehr effektiv.